Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Slime Ranger. Und ja, ich weiß einfach nicht mehr weiter in dem Spiel. Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Ich hab und such und tu und keine Ahnung. Ich bin die ganze Zeit am Suchen von solchen Steinslimes, die man füttern kann. Suche aber auch noch Silberwurzeln, damit ich den fetten Schleim platzen lassen kann. Ja. Da sind wir. Da hinten ist noch ein Tor, das würde ich auch gerne zum Laufen bringen. Das ist auch nicht so einfach. Ich möchte aber halt auch nicht jetzt Stunden in den Videos das ein und selbe machen. Weil das wird ja auch irgendwann langweilig. So, hier unten gibt's halt gar nichts. Alles klar. Außer ein paar bunte Hühnchen und Treibsand, der mich wahrscheinlich K.O. macht. Jetzt gibt's halt einfach bloß eine blaue Kapsel. Das ist so richtig deprimierend. Da gibt's nichts. Hier ist meine blaue Schleimkacke, die ich rumgeballert habe. Das haben wir schon zum Leuchten gebracht. Das ist, ja, es wird langsam eintönig, langweilig. Ich weiß halt einfach echt nicht, was ich noch machen soll. Geh mal halt hier rüber. So. Hier gibt's halt auch nichts. Ach, Mann. Es wird langsam langweilig, muss ich ehrlich sagen. So eine Früchte. Ja, das ist noch nicht gewachsen. Hier leuchtet halt noch gar nichts. Och, kommt schon. Mann, das ist. Ja, es wird langweilig. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was es hier noch so zu tun und erleben gibt, weil. Ich finde hier einfach. Ach, hier war ich doch schon. Ich finde hier einfach nichts mehr. Wo ich sage, hier lohnt es sich noch, das zu machen, dies zu machen, jenes zu machen. Hier lang. So.
Ja, hier kann ich halt runterhüpfen, aber bringt mir auch nichts. Da ist ein Schatz und dann komme ich irgendwo anders raus, wo ich gar nicht hin will. Oder will ich hier hin? Ich weiß es einfach nicht mehr. Hier gibt's halt auch nichts. Gibt's hier noch irgendwas? Ach komm, geh weg. Das hab ich ja schon. Da oben ist noch so ein Ding. Toll. Und es ist... Ja, bringt mir auch nichts. Ja. LOL. Aha, bloß noch da oben das Ding. Ne? Da, das werden wir jetzt mal testen. Jetzt gehen wir da nochmal hoch. Und dann will ich wissen, was passiert, wenn dort alles leuchtet. Also den Spaß, den nehme ich mir jetzt hier einfach mal raus. So, dahin mit dir. Tut mir leid. Bleib stehen. Es. Machen wir das halt so. So, was passiert, wenn ich dem dort oben jetzt noch so ein Ding ins Maul schieße? Gott, dieses Loch schon wieder. So, und jetzt? Was passiert? Nix. Jetzt höre ich unten Wasser, toll! Was bringt mir das? Antikes Wasser, wow! Das bringt mir einen Scheiß, weil es bis ein paar Sekunden hält. Toll! Hätte ich mir auch sparen können. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ich überall so ein komisches Ding finde, was ich hier füttern kann. Dann werde ich sehen, dass ich die Plätze besuche, um die Teile halt einfach mal zu füttern. Denn, wobei, wartet mal, hier hinten ist ja noch diese komische Wüste. Wir gehen hier einfach noch... Gut, hier brauchen wir nicht rein, da waren wir doch gerade. Ich bringe erstmal das Zeug zurück in meine Base. Und wie komme ich nach Hause? Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ich überall so einen komischen Schleim finde, dem ich so eine Schleimkacke ins Maul schießen muss. Und das werde ich mir dann
rausschreiben und natürlich dann aufsuchen die Orte, damit das hier ein bisschen schneller vorangeht, denn irgendwie, ja, es für meine Verhältnisse geht das zu langsam voran gerade und es nimmt mir die Lust und Laune an, am Spielen. Halt das Maul, du Feuerding. Und ja, ihr könnt es mir halt, wie gesagt, gern in die Kommentare schreiben. Und dann werden wir auch in der nächsten Folge die 1-2 fetten Schleims in die Luft jagen. So, jetzt suchen wir nur wieder einen Teleport, um nach Hause zu kommen. War der nicht hier schon um die Ecke rum? Oh, wer weiß. Da oben. So, dann... Ja. Keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht weiter. Haha, angepflanzt. Da brauche ich doch eigentlich die Kacke hier gar nicht mehr. Weil ich die ja gar nicht haben kann. Gehege. Oh, wenn eine Musikbox, Fangnetz, das da. Ja. Gut, den Rest lassen wir da erst mal drinnen liegen. Drei. Und hier krieg ich noch Asche zum Fressen. Uah, jetzt hab ich die. Nee, ich dachte, ich hab die falsche verbrannt. So. Die restlichen holen wir da hinten auch noch raus. Ja. Machen die hier ernsthaft Feuer? Hi. Die fressen das. Geil. Ja, da haben die das einfach mal aufgesnackt. Das ist auch cool. Hier haben wir die bunten Hühnchen. Hier haben wir das drinne für die. Wo mache ich jetzt die Pieksbirne? Die mache ich unten am Wasser. Oh, das sieht schön aus hier so. Setz mal hier hin. Garten. So, das. Genau, mehr brauchen wir erstmal nicht. Jetzt muss ich ernsthaft mal was testen. Fressen dann die hier diese Pieksbirne? Tatsache. Müsste ich mir vielleicht mal merken fürs nächste Mal. So.
Holy Macarena hier. Hier kommt, fresst euch voll. Gebt eure bunte Kacke. Oh, und die, die ihr nicht mehr wollt, die sammle ich jetzt ein. Da hat noch einer geschissen. So. Ja. Wollen wir doch mal gucken. Ich habe auf jeden Fall jede Schleimkacke. Oh ja, ein bisschen Geld kam zusammen. Reicht. Hier ist schon wieder Schleimkacke. Jetzt hier nur noch die Felder ab und dann werde ich die Folge schon beenden, ne? Denn heute gibt es eh nicht mehr viel zu machen hier. So, wir gucken noch mal ganz kurz hier rein. Ja, schön für dich. Das ist mir gerade auch relativ egal. Gar nichts annehmen. Erst einmal nicht. So, wie gesagt, schreibt, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ich wie, wann diese Dinger finde, die Schleimkacke im Maul brauchen, damit die Brunnen angehen und wie ich den großen Teleporter anbekomme. Und ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Hui! Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye!